Was für ein leckeres Gericht. Heute koche ich für euch köstlichen mediterranen Fisch mit Gemüse aus dem Ofen. Eine Zwiebel und ein bisschen Knoblauch. Ich hole schon mal meine Auflaufform. Da rein kommt jetzt gutes Olivenöl. Das Gemüse kommt jetzt schon mal hier unten rein. Fenchel einfach nur in feine Scheiben schneiden. Und der Fenchel kommt auch mit dazu. Ich habe hier Kirschtomaten aus der Dose. Wie praktisch sind die? Die sind schon geschält und so richtig schön süß. Jetzt brauchen wir natürlich noch Gewürze. Und da wir uns in der mediterranen Küche befinden, habe ich hier Rosmarin und Thymian. Jetzt noch Salz und Pfeffer. Ohne geht das ja nun wirklich nicht. Noch ein bisschen Olivenöl. Was soll der Geiz? Um das Ganze noch mediterraner zu machen, habe ich hier noch ein paar schwarze Oliven. Das Ganze muss jetzt im Ofen kurz 20 Minuten vorschmoren und dann kommt der Fisch dazu. Ich habe jetzt Kabeljau genommen. Worauf wir nicht verzichten möchten, oder zumindest ich nicht, ist Zitronenabrieb, Salz und Pfeffer. Und jetzt setzen wir den Fisch auf unser Gemüsebett und zum Schluss nochmal gutes Olivenöl wieder rein in den Ofen. Und nur 15 Minuten später ist der Fisch schon fertig. Wie schön, dass gesunde Küche nicht kompliziert sein muss. Mal ein bisschen ran. Wow!